Das wird jetzt kein klassisches Video. Ihr habt jetzt nur eine Audiospur. Ich versuche auch Kapitelmarken zu setzen, damit ihr springen könnt. Das Thema ist die Festplattenvollverschlüsselung, mit der ich jetzt so einige Erfahrungen sammeln konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Also mal grundsätzlich zur Verschlüsselung. Ja, jeder PC, jedes Notebook, jedes Laptop, jedes Convertible, was auch immer, sollte verschlüsselt sein. Das hat den einfachen Hintergrund, dass das mittlerweile echt einfach ist, das zu verschlüsseln und dass es dafür sehr viele gute Gründe gibt, das zu tun und wenige Gründe, die dagegen sprechen. Die Diskussion, ob man das jetzt tun soll oder nicht, die möchte ich an der Stelle nicht führen. Ich bin der Meinung, sollte man tun, ist mit BitLocker zum Beispiel auch im Betriebssystem schon integriert. Bei macOS ist es auch integriert, bei Linux ist es auch integriert. Also da spricht eigentlich jetzt erstmal nichts mehr dagegen. Aber wenn ich jetzt schon BitLocker angesprochen habe, kommen wir gleich zum Thema dieses Videos. Bei Windows ist das ein bisschen knifflig, weil BitLocker genießt kein hohes Vertrauen. Mein Vertrauen hat es ehrlich gesagt auch nicht. Es gibt viele gute Gründe, BitLocker nicht zu verwenden. Da kann ich euch gerne mal in der Videobeschreibung einen Artikel verlinken, der das auf technischer Seite noch ein bisschen genauer ausführt, was für Probleme man so mit BitLocker hat, was die Sicherheit angeht. Ich sage euch aber trotzdem, dass ich BitLocker verwende. Und warum? Das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Also wenn man sich jetzt überlegt, man will seinen Laptop, seinen PC oder sonst was verschlüsseln, dann hat man ja die Auswahl zwischen verschiedenen Softwarelösungen. Man sollte auf jeden Fall eine Full Disk Encryption machen. Das ist einfach bequemer. Einmal beim Hochfahren Passwort eingeben. Zum anderen hat man eh nicht die Kontrolle darüber, welches Programm wo welche Daten hinlegt. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, meine Musiksammlung, die lege ich in irgendeinen Container, in irgendeinen verschlüsselten Container und mein Firefox, der ist dann halt nur installiert, der ist halt nicht in dem verschlüsselten Container, muss ja meine Programme nicht verschlüsseln. Naja, aber der Firefox, der macht ja auch, der speichert ja auch, wo ihr rumgesurft habt und legt irgendwelche Caches an und so. Also man gibt dann die Kontrolle völlig ab. Macht bitte einfach eine Full Disk Encryption für eure Geräte. Das ist dann echt einfacher und weniger fehleranfällig. Gut, hätten wir das geklärt, wir machen eine Full Disk Encryption. Nehmen wir BitLocker? Naja, wie gesagt, da gibt es ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Und bei Windows hat man ja ein bisschen Auswahl an Software. So gibt es zum Beispiel den Diskryptor. Der wird jetzt sogar wieder weiterentwickelt. Das letzte Release ist zwar ein halbes Jahr alt, aber geht völlig in Ordnung. Man muss nur darauf aufpassen, dass man auf die richtige Seite geht. Die ist nämlich diskryptor.org. Ist auch mal verlinkt in der Videobeschreibung. Die Software ist Open Source, von daher spricht da auch vieles dafür, das zu nutzen. Eine andere Möglichkeit wäre Veracrypt, der inoffizielle Nachfolger von TrueCrypt zu verwenden. Und um die drei Programme soll es jetzt hier hauptsächlich gehen. Wenn ich eine kommerzielle Lösung verwenden will, die wird wahrscheinlich genauso gut oder schlecht sein wie BitLocker, könnte ich mir vorstellen, weil solange der Quellcode nicht offen ist, kann man da eh nicht so arg viel Aussagen drüber treffen. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Veracrypt eingesetzt, einfach war zuverlässiger Nachfolger von TrueCrypt, TrueCrypt hat einen guten Ruf, Veracrypt schien auch sehr gut weiterentwickelt zu werden. Dann hatte ich aber am Anfang Probleme, dass bei Windows Updates ich immer die komplette Festplatte entschlüsseln musste, das Update machen musste und dann wieder verschlüsseln musste. Und so eine Entschlüsselung und Verschlüsselung dauert halt ein paar Stunden. Also so richtig bequem war das auch nicht. Und ganz ehrlich, ist auch nicht jedem Nutzer zuzumuten, das zu tun. Mittlerweile hat Veracrypt das Problem tatsächlich erkannt und gelöst. Gibt es wohl so einen Schalter, der kann quasi diese Verschlüsselung am Start irgendwie kurz aushebeln, dass die Windows-Updates durchgeführt werden können. Dann wird die wieder drüber gelegt. Veracrypt hat aber ein anderes Problem. Und zwar kauft ihr euch ja bestimmt auch ganz tolle und schnelle SSDs, so wie ich das mache. Und wenn ihr Veracrypt benutzt, wird da die Performance spürbar in den Keller gehen. Ich habe das mal mit Screenshots dokumentiert. Das werde ich verlinken. Ich glaube, auf Reddit hatte ich das mal dokumentiert. Seht ihr nicht im Video, seht ihr nur im Link unten in der Videobeschreibung. Die Performance geht absolut in die Knie mit Veracrypt. Das ist ein Albtraum. Also habe ich mir gedacht, schaue ich mich nach was anderem um. Und bin dann eben auf Diskryptor gestoßen. Und das hat auch die ganze Zeit zuverlässig funktioniert. Hatte ich auf zwei Geräten die ganze Zeit im Einsatz. Bis heute. Denn gestern ist mir der Bootloader abgeschmiert. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob das mit einem Update zu tun hatte. Es liefen zwar gerade Updates, ich hatte aber auch gleichzeitig noch irgendwie eine andere Installation am Laufen. Ist auch egal. Also ein Bootloader kann sich immer mal zerlegen und es muss dann immer einen Weg geben, wie man da elegant den Bootloader wiederherstellen kann. Das ist meine Meinung. Der Entwickler von Diskryptor ist da anderer Meinung. Der sagt einfach lapidar, ja, ihr müsst halt so ein Live-Windows-System rumfliegen haben, damit ihr wieder klarkommt mit eurem System. Und was das in der Praxis bedeutet, das durfte ich jetzt stundenlang gestern erfahren. Das ist überhaupt nicht elegant. Ihr braucht eine Windows 10 ISO-Image. Soweit so klar, braucht man, wenn man ein Live-System hat, immer. Dann kann man das aber nicht einfach bootbar machen, sondern vielerorts wird WinTo USB empfohlen. Das ist eine, ja, so eine Art
Freeware, die ein bisschen eingeschränkt ist, die erlaubt dann wiederum eine Windows 10 Home-Distribution da drauf zu installieren. Ja, gut, Distribution natürlich nicht bei Windows, Windows 10 Home zu installieren. Und mit dem kann man dann booten. Jetzt muss man da ein paar Einstellungen setzen in diesem WinTo-USB, die nicht selbsterklärend sind. Und ich musste das ein paar Mal machen, bis ich da im Zufallsprinzip die richtigen Einstellungen für mein System getroffen hatte. Und selbst mit denen ist die ganze Sache auch öfters mal abgestürzt und ich musste neu starten. Also das war ein ziemlicher Krampf und ziemlicher Schmerz. Vielleicht war auch irgendwie mein USB-Stick, obwohl schon ein USB 3.0-Stick ist, dafür irgendwie nicht geeignet oder zu doof, wie auch immer. Auf jeden Fall konnte ich damit hochfahren und musste dann aber die komplette Windows 10 Installationsroutine durchgehen, so als hätte ich Windows 10 installiert, muss man also so eine Art Account dann erstmal anlegen, da muss man darauf achten, dass der PC nicht mit dem Internet verbunden ist, dass man auch einen Offline-Account erstellen kann und das hat alles ewig gedauert, also ich weiß nicht, ob das an einem USB-Stick lag, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber kann durchaus sein, dass das so langsam war, deshalb, ja, auf jeden Fall hat das ewig gedauert und am Ende ist das mir ein paar Mal abgestürzt, ich musste neu starten und dann irgendwann war ich tatsächlich im Windows drin, in diesem Live-Windows drin, konnte mir Descriptor aus dem Internet laden, auch das war alles furchtbar langsam und konnte dann mit Descriptor die Festplatte entschlüsseln und den Bootloader entfernen. Ich musste auch keinen Bootloader wiederherstellen oder so. Also das ging einfach on the fly. Das hat dann also tatsächlich gut geklappt. War auch ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man dann wieder in sein Windows reinbootet. Bei dieser ganzen Tirade ist mir natürlich aufgefallen, dass die ganze Chose null dokumentiert ist. Es steht dann halt ein Satz da, ja, ihr müsst so ein Portable Windows Live System haben. Okay, aber was soll ich damit anfangen? Also selbst als ich im System dann drin war, musste ich erstmal in die Datenträgerverwaltung. Da habe ich dann meine Originalfestplatte gesehen, die war im Descriptor noch gar nicht angezeigt. Die musste ich erstmal irgendwie aktivieren, nennt sich das bei Windows, damit die überhaupt im System angezeigt wird. Und erst dann konnte ich Descriptor drüber laufen lassen und das Ganze entschlüsseln und den Bootloader entfernen. Bei Veracrypt ist das ja ganz elegant gelöst. Da hat man eine ISO-Datei, mit der bootet man hoch und kann über diesen Bootloader dann wieder ins System reinkommen. Da hat man wenigstens eine Möglichkeit, das Ganze ja elegant und in kurzer Zeit zu lösen. Ich war jetzt da stundenlang mit beschäftigt, das jetzt so hinzubekommen. Wahrscheinlich hätte ich Windows in der Zeit schneller neu installiert und mein System wieder eingerichtet. Und tatsächlich habe ich jetzt auf meinen beiden Geräten aufgrund der Erfahrung einfach BitLocker aktiviert. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Erstens mal ist BitLocker der performanteste. Descriptor liegt so zwischen Veracrypt und BitLocker, was die Performance angeht. Da wäre ich ja noch bereit gewesen, das Manko einzugehen, dass der ein bisschen langsamer ist als BitLocker. Aber nicht um den Preis, was so eine Wiederherstellung dann am Ende für mich bedeutet. Meine Zeit ist mir auch ein bisschen wertvoll und man muss halt bei solchen Sicherheitsgedanken auch immer sehen, dass man das Maß hält. Und ja, BitLocker mag nicht das sicherste sein und kann umgangen werden, aber da muss man halt mal über sein persönliches Bedrohungsszenario nachdenken. Machen wir dazu mal ein kleines Gedankenspiel. Das ist dieses Worst-Case-Szenario für BitLocker wäre ja, wenn rauskommt, dass die eine Hintertür für Behörden eingebaut haben. Ich will jetzt nicht sagen, die haben keine eingebaut, ich sage nur, es wäre schlimm, wenn es rauskommt. Wann wird denn vermutlich diese Hintertür von Behörden zum Einsatz kommen? Die werden die nur in den seltensten Fällen einsetzen und auch nur dann, wenn sie davon ausgehen können, dass das nicht öffentlich wird. Das ist jetzt zum Beispiel in Deutschland eher unwahrscheinlich, dass das dann nicht öffentlich werden würde, wenn es vor Gerichtsprozess gehen würde. Dann müssten die Akten ja offengelegt werden. Wenn jetzt also rauskommt, BitLocker hätte eine Hintertür, dann würde keiner mehr Microsoft und BitLocker vertrauen. Und gleichzeitig würden alle, die BitLocker im Einsatz haben, ihre PCs mit einer anderen Software neu verschlüsseln. Und das wäre auch für die Behörden äußerst nachteilig. Man möchte also ja das Vertrauen in BitLocker, mal angenommen, das hat eine Hintertür, aufrechterhalten und nicht durch irgendeinen Killefitz, wo man es dann entschlüsselt hat, in Gefahr bringen. Wenn man das macht als Behörde oder als Microsoft, dann sollte es da sehr, sehr gute Gründe für geben. Oder die Gefahr, die von euch ausgeht, sagen wir mal so, müsste ja so hoch sein, dass Behörden und Microsoft zu dem Schluss kommen, naja, da opfern wir jetzt mal unseren BitLocker für, damit hier dieser PC entschlüsselt werden kann. Dann wird zwar öffentlich, dass wir da eine Hintertür drin haben, aber das war das Ganze jetzt wert. So, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, trifft das auf euch zu? Wenn jetzt eine deutsche Behörde eure Geräte in die Hände bekommt, die werden sich wahrscheinlich die Arbeit gar nicht machen. Die werden sehen, Verschlüsselung, okay, machen wir nichts mehr mit. Bleibt in der Reservatenkammer. Ja, wie sieht's denn mit Hackern aus? Ein Hacker weiß ja gar nicht, was ihr für tolle Daten auf euren Laptop habt. Der weiß ja von vornherein gar nicht, ob sich die Mühe überhaupt lohnt, jetzt da was reinzustecken, um das zu entschlüsseln. Also ich glaube, die Gefahr ist auch eher gering. Was aber bei einer Festplattenverschlüsselung eine Gefahr ist, und das wurde, glaube ich, auch sogar schon mal in der Praxis gemacht von Behörden. Ja, weiß ich gar nicht, ob das gemacht wurde, aber das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und zwar könnte ja jemand, jetzt eine Behörde zum Beispiel, sich einfach
euch als Ziel raussuchen, sagen, naja, den haben wir jetzt im Verdacht, irgendwas gemacht zu haben. Und die einfachste Methode, an euer Verschlüsselungspasswort zu kommen, ist, einen Bootloader vor euren Bootloader zu setzen, der genau aussieht wie eurer. Und der schreibt einfach das Passwort mit, wenn ihr es eingibt, und übergibt es aber an den anderen Bootloader. Das heißt, für euch sieht das ganz normal aus. Ihr würdet in dem Bootloader einfach das Passwort wie immer eingeben und der PC würde sich entsperren und hochfahren. Im Hintergrund ist aber das Passwort dann mitgeschrieben worden. Das funktioniert nur, wenn eine Behörde quasi sich Zugang zu eurem Gerät verschafft. Das kann zum Beispiel am Flughafen sein, wenn ihr mal kurz euren Laptop abgeben müsst. Da wurden auch schon Staatstrojaner installiert im Zuge von so einer Geschichte. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn sich jemand Zugang zu eurer Wohnung verschafft und dann in diesem Zuge halt an eure Geräte kommt und die so manipulieren kann. Beim zweiten Zugriff hätte er dann das Passwort. Sich dagegen abzusichern ist möglich. Die Möglichkeit heißt bei Windows Secure Boot. Die hat aber auch einige Nachteile. So habe ich zum Beispiel mein Windows installiert, daran gar nicht gedacht. Und wenn ich es richtig weiß, muss Secure Boot bei der Installation schon aktiviert sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist Windows einfach nicht über Secure Boot abgesichert. Ich habe es jetzt mal für das Video sogar versucht, nachträglich zu aktivieren, war ich nicht erfolgreich mit. Kann auch an mir gelegen haben, aber ganz ehrlich, wenn der nicht im Auslieferungszustand schon Secure Boot hat, das dann nachträglich korrekt einzurichten, ist auch wieder mit Aufwand verbunden und ist für den Otto-Normal-User wahrscheinlich eine Nummer zu viel. Ich würde es aber wahrscheinlich tatsächlich bei meiner nächsten Neuinstallation mal beachten, um zu schauen, wie das so funktioniert. Hat aber auch wieder einige Nachteile, wenn man zum Beispiel mal mit Linux hochfahren will. Also, Fazit. 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Macht euch Gedanken über euer Bedrohungsszenario und macht euch Gedanken, wie ihr den Bootloader wiederherstellen könnt. Und macht euch auch Gedanken darüber, wie viel Performance-Einbußen ihr hinnehmen möchtet. Wenn euch Performance-Einbußen egal sind, würde ich Veracrypt nehmen. Das ist quasi mit dem Bootloader am schönsten zu machen. Man kann auch den Descriptor nehmen. Man sollte sich dann echt mal einen USB-Stick schon mal zur Seite legen, mit dem man hochfahren kann. Einer ist jetzt zum Beispiel zumindest schon mal eingerichtet und könnte direkt wieder booten. Also da ist ja auch Descriptor installiert. Jetzt hätte ich quasi da auch wenig Schmerzen mit, das wiederzumachen, aber aufgrund der mangelnden Dokumentation zu Descriptor werde ich darauf verzichten. Mein Bedrohungsszenario ist jetzt auch nicht so, dass ich davon ausgehen muss, dass BitLocker von den Behörden, die mir dann gefährlich werden könnten oder von den Hackern, die mir gefährlich werden könnten, entschlüsselt werden würde. Deshalb entscheide ich mich jetzt am Ende für BitLocker und entscheide mich für mehr Convenience, mehr Performance. Und natürlich ist auch eine Verschlüsselung mit BitLocker immer noch besser als gar keine Verschlüsselung. Da das jetzt aber ein großes Themenfeld ist, das ist mir auch bewusst, freue ich mich jetzt natürlich über eure Kommentare. Vor allem, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt für eine Software, die diese Aspekte, die ich genannt habe, alle gut lösen kann, bin ich euch natürlich nicht böse, wenn ihr mir ein paar Tipps in die Kommentare schreibt.